Das war jetzt aber schon, ne, ein Schlag in die Fresse, will ich mal sagen. So, den ziehen wir jetzt mal hier rein erstmal, dass da ein bisschen Ordnung reinkommt. Alter, fortbilden. Huh, haben wir das auf jeden Fall schon mal erledigt. Gut, Germanien ist ein anderes Problem, da müssen wir uns später drum kümmern. Jetzt belagern die natürlich da auch weiter, Mann. Oh. Ah, die sind ziemlich ätzend. Ah, ich versuch's mal. Die können richtig ätzend werden. Also die Schlacht wird ätzend und sehr schwer. Weil das sind so Einheiten, die bilden eine Phalanx. Wenn ich weiß, was eine Phalanx ist, die haben quasi richtig lange Speere und bilden damit so eine Mauer. Ihr seht es, da vorne. So, dann greift mal an, Leute. Ich warte einfach erstmal. Ich glaube, ich mache die Ansturmtechnik. Okay, so. Wir teilen uns jetzt auf. Wir müssen die auf jeden Fall von hinten erwischen. Von vorne kann man die überhaupt nicht besiegen. Ah, da fangen sie schon an. Oh, what you gonna do? Das Lustige ist, die Pferde, ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gesehen habt, die Pferde hüpfen über die Einheiten. Das können die hier machen, aber dann springen die hier rein. So. So, Leute, jetzt wird spaßig für euch. Wird jetzt richtig in die Enge genommen. So, jetzt Angriff. Okay, von der Seite achten die Null. Das ist die einzige Technik, mit der man die besiegen kann. Da, wenn die nämlich jetzt hoch machen, was sie häufig machen, das müssen die jetzt eigentlich. So, jetzt von da. So, haben wir sie. So, der muss das jetzt erstmal. Die auch noch down kriegen wieder. Achtung, 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 Achtung. Nein, 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 die sollen weg, die sollen weg. Ich hab denen gesagt, die sollen da weg. So. Ah ne, dann geht ihr auf die Seite, weil die da schon sind. Ah, die geht hier hin. Really? Als ob ihr es mir so einfach macht. Okay. Der Winkel passt noch. Na komm. Mach die Sperre. So. Na komm. Der feindliche Kriegsherr zeigt seinen wahren Wert. Gar keinen. Unsere Krieger würden eher sterben. Ja, unsere Einheiten fliehen auch nie vom Schlachtfeld. So. So. Hierhin wieder. So. Okay, es sieht gut aus. Es sieht gut aus.
Das steht definitiv fest. So. Hey. Komm. Ah, so. Wie, was wollen sie machen? Was wollen sie machen? Oh ja, jetzt haben sie, jetzt denken, die haben meine Technik erwischt, aber ich würde sagen, weg ist der Trupp. Ja, guck dir das doch mal an, ist so nicht schön. Wir sollten sich mal zurückziehen, wie wär's damit? Ja, okay, dann nehmen wir die auch noch mit. Wenn die jetzt hier anfangen, sich zurückzusetzen. Ja, eure Sperre macht ihr nicht runter. So, aufpassen nicht, dass die jetzt auf einmal umdrehen. Bäm, in die Fresse. Oh, okay, so geht's auch. Dann haben wir die auch noch weg. Ja, rasiert, würde ich jetzt mal sagen, ne? Da ist noch einer am Leben. So. Los, verfolgt ihn. Oh, da ist ja auch noch einer. Hä? Okay, ich wollte schon sagen. Ach, das ist einer von diesen... So, die haben auch so ein Schwert. Okay. Gut zu wissen. So, der ist down. Down ist er. So. Oh, das macht ihn immer kalt. Müde. Müde. Mal sehen, wer schneller ist. Pferde sind auf jeden Fall schneller, die holen wir uns. Holen wir gleich den auch noch. Kein einziger soll überleben. Alter, wenn das nicht ein heroischer Sieg ist, ne? Dann weiß ich auch nicht. Bam. Oh, die eine Einheit. Oh mein Gott. Und down. Ein großer Sieg. Hey. Die Schreie der sterbenden Feinde. Hier macht man hier. Wow. Bam. Wir hatten genau die gleiche Anzahl an Einheiten. Er hatte bessere Einheiten. Der hat den so geil formatieren können. Also hätte ich den Gegner gespielt, hätte ich das hinbekommen. Nee, er hat das wirklich falsch gemacht. Man kann mit denen so quasi so einen Ball bilden. Wenn man damit einen Ball bildet, kommt da einfach keiner rein. Und wenn man sich mit diesem Wall dann fortbewegt und einfach gegen die Gegner läuft, das ist richtig lustig. Der hat sich einfach verarschen lassen bis zum Abwinken. Oh. Okay, jetzt kommt zur Entscheidungsschlacht, ob wir die Siedlung verlieren oder nicht. Und zwei Familienmitglieder. Na, schauen. Los geht's. Positionierung starten. Gut. Also, jetzt wird es so sein, dass wir uns hier oben positionieren müssen. Wir werden keine Chance haben, wenn die da unten kommen. Weil die haben verschiedene Positionen, wo sie einbrechen können. So, die werden wir quasi hier mit Einheiten halten. Ganz easy so. So. Haben wir hier noch einen General mit rein, dass sie da auch noch ein bisschen Verstärkung mit haben. So, das ist quasi der erste Trupp. Den halten wir so. Dann, auf zum nächsten Trupp. Der ist quasi hier. Und so. So müssen wir unsere Position jetzt halten. So und nicht anders. Und der kommt dahin, wo noch Verstärkung benötigt wird. Und jetzt warten wir. Und hoffen, dass Türme, also das sind kleine Türmchen, also ich kann sie mal zeigen, da die hier, dass die eventuell so ein paar Einheiten killen. Oder halt die Ramböcke kaputt machen. Es kann sein, wenn alle Ramböcke kaputt gehen, dann hat man automatisch die Schlacht verloren, also die Gegner. Komm.
Und... Es ist katastrophal. Ja, unsere chill. Feinde haben unsere Mauern durchbrochen. Schlechte Nachrichten sind unwillkommen. Ah, jetzt kommen der sie. Der Feind hat die Mauern besetzt. Oh, shit. Kriegsbande! Oh, kommen die auch von der Seite? Das sehen wir jetzt. Wenn nicht, dann können wir die Einheiten rübersetzen. Nee, sieht nicht so aus. Gut, rüber damit. Okay, das wird jetzt richtig krass. Es wird ein richtiger Frontenkrieg. Wer hält länger durch? Reiner Frontenkrieg. Oh shit, Junge. Da komm ich schon mal. Versperre geflogen. Jetzt greifen sie an, oder was? Oh, warte. Das ist wichtig. Dass die stehen bleiben. Okay, macht mal so. Komm, ihr könnt euch ein bisschen auflockern. Aber nicht so viel. Die verfolgen jetzt zum Beispiel keine Gegner, wenn sie gegen die kämpfen. So, die können jetzt aufhören zu schießen. Oh. Und jetzt können wir aber sagen. Oh, Mann. Na, schauen wir mal, ob wir das schaffen. Beide Seiten befinden sich im Kräftegleichgewicht. Okay. Der Sieg ist eigentlich beschlossene Sache. Das ist schön. Der Feind... Massenpanik, Massenpanik beim Feind, Massenpanik. Da muss man jetzt zuschlagen. Das ist die einzige Möglichkeit, diese ganze Schlacht jetzt noch zu reißen. So. So, und da müssen wir jetzt quasi jede Einheit, die nicht am Fliehen ist, einfach in die Flucht schlagen. Eure mutigen Krieger erschlugen ihn. So kann man eine ganze Schlacht einfach noch reißen, genau. Und jetzt kommt der spaßigste Teil. Jetzt rasieren wir die einfach nur noch durch. Wir ziehen jetzt quasi hier vorne, fangen wir an. Jagt und tötet sie alle. Können wir jetzt auch hier sagen, hier los. Rundschildkavallerie, Rundschildkavallerie. Ach, die können wir gar nicht kriegen. Aber die Kriegshunde können wir kriegen. So, und die können wir auch mal ein bisschen kalt machen. Höhö. Wenn das nicht die geilste Verteidigung ever war. Ja, 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 was gezeigt hier. Einheit an. Wie süß. Ah, ihr braucht nicht gruppieren, chillt. Macht ihn einfach kalt. Oh, er wurde schon vom Turm vernichtet. Okay, die Pferde laufen ewig. Deswegen können wir... Diese
ist ein großer Sieg. Oh mein Gott. Die Schreie der sterbenden Feinde klingen süß in unseren Ohren. Oh mein Gott, dass er das gerissen haben, ey. Ich hätte jetzt gedacht, dass wir die Siedlung verlieren werden. Oh. Oh, wir haben die geschafft. Okay, Bevölkerung ausradieren. Wir brauchen unbedingt Money, Junge. Money! So. Oh, ist an der Seite. So. Widerstand ist zwecklos. Ja. So. Einheiten, so. Dann hier fortbilden. So. Dann natürlich hier wieder Verstärkung nachschicken irgendwie. Ob wir das noch irgendwie reißen können. Befehle, tötet sie. Dann müsste ich dann wieder die Dingstechnik machen. Auf jeden Fall, je mehr Einheiten, desto besser. Machen wir so. Ach, das geht sogar schneller, oder was? So. Ich bräuchte eigentlich einen Diplomaten, der mir hier so ein bisschen jetzt hilft. Oh, man könnte mich einfach mit mir Frieden machen. Peace, Bruder. Ah, das schaffen wir es recht nicht, wenn die kommen. Das Problem ist, wenn wir jetzt hier vermutlich dann rübergehen, dann werden die versuchen, uns abzufangen, die Armeen. So eine kleine Falle haben die hier vorbereitet. Ich check das schon. 6 Runden, 3 Runden. Ja, General, General. Oh Mann, warum müssen die mit irgendwelchen Armeen auf einmal kommen? Was? Oh, jetzt schaffen wir es erst recht nicht. Gegenangebot. Waffenstillstand. Nein, den Kampf beenden. Oh. Okay, es waren wieder neue Siedlungen belagert. Aber viele Kinder wurden gezeugt. Das ist doch schon mal schön. General. Wenigstens ein paar Leute hatten Spaß. So. Es geht nicht weiter. So, gut. Gut, die Verstärkung muss hier auf jeden Fall irgendwie. Was für rebellischer Hinterhalt. Das werden wir niemals schaffen. Was ist denn das? Okay, wenn wir richtig viel Glück haben, schaffen wir die Schlacht. Aber nur, wenn wir richtig viel Glück haben und der Kommandant richtig, richtig dumm ist. Was ich nicht denke. Es gibt auch so Hinterhalte, das ist, wenn die Einheiten sich dann so quasi gekniet hinstellen und das Schwert rausstrecken. Das ist das quasi. So. Alter, mitten im Wald. Wo sind denn die Feinde? Ah, da, okay. Ich muss erstmal aus dem Wald hier raus, ey. Das ist ja richtig kacke. Hier sieht man ja gar nichts. Kein Wunder, ey, dass wir in den Hinterhalt kommen. Ja, schneller. Oh, die Kavallerie kommt. Die Kavallerie kommt. Oder? Kommt die Kavallerie? Wenn die Kavallerie mich angreift, dann müsste ich auch angreifen. Alter, die sind schneller als wir. Warum? Ah! Ah! Oh, die flieht sogar direkt schon. Lol. Da vorne ist eine Lichtung. Da wollen wir hin. Da positionieren wir uns. Okay, das ist nicht gut, dass sie jetzt auch noch... Moralisch wertvoll, wenn die Einheiten dann auch weglaufen.
Der hat Lichtung. Ja, schön hier. Ich muss gerne ein Minenkrafthaus bauen. Ja, jetzt kommen die Pferde von der Seite. Mann. Als ob. Das werden wir nicht schaffen. Nie im Leben. Euer General fand im Grab den Frieden. GG. Ja, das ging relativ schnell, ne? Unsere Krieger sind um. Klare Niederlage, würde ich sagen. Kann man einfach nur so sagen. Lol, wo zieht er sich denn zurück hin? Dahin, wo ich ihn genau haben will, lol. So. Ein paar Einheiten. Okay. Mann. So, da ist die Hilfe schon unterwegs. Na, schauen wir mal, wie es so wird. Gut. Wo? Okay. Schaffen wir nie im Leben. Nie im Leben. Gut, auf wie geht's? Oh, hier kann man sich richtig schlecht positionieren. Alter Verwalter. Okay, dann nehmen wir hier hin. Die kommen niemals von der anderen Seite. Oder? Na, wir schauen es mal. Nutze ich die Sicherheit. Bezweifle aber auch, dass die von hier kommen. So, dann tun wir hier noch hin. Da können wir, glaube ich, die meisten gebrauchen. Die Druiden gehen hier hin, machen dann ihren komischen Weiß-ich-was-Gesang. General kommt hier hin. Neue Krieger sind eingetroffen. Vielleicht ist es Zeit, dass sie den Feind töten. Ja. Ja, ermutigt durch den Ansporn des Generals. Ah, hast du einen guten Job gemacht hier, streiche über den Kopf. So. Der Feind ist durch die Mauern vorgedrungen. Wir Und müssen unser Härter kämpfen. So, jetzt hier. Der Feind hat die Mauern besetzt. Treibt ihn zurück, sonst wird unser Volk geschlachtet. Ja, komm schon. So, die können hier schon mal. So, hier erstmal Position halten. Oder? So, die sollen jetzt eigentlich eben nicht verfolgen. Nein! Boah, teilweise finde ich das echt ätzend. Oh shit, Junge. Die kommen da lang? Oh. Ja, warte. Hihihihihi. Jetzt ihr hier. Hihihihihi. Ah.
Wir laufen ja direkt in die Sperre rein. Kein Wunder. So, der geht hier mal ein bisschen helfen. Ah. So, ein kurzer Cut. Es sieht nicht gut aus. Es sieht ganz und gar nicht gut aus. So, ziehen wir mal besser alle zurück hier. Oh. Ich hätte mich hier positionieren sollen besser. Er macht hier mal kalt. Hihi, 69 Frauen. Hihi, wow. Warum die da auch reinlaufen und auf einmal down sind. Ich habe keine Ahnung warum. Oh ja. Okay, die haben wir down gekriegt. Das ist schon mal gut. Oh, shit. Ich hoffe, unsere Kollegen können noch irgendwie irgendwas reißen. Alter, es leckt. Warum leckt es? Ich nehme meine Festplatte voll. Ah! Festplatte! Halte noch kurz durch. Bitte. Ich möchte jetzt gleich Schluss machen. Boah, Alter, ich nehme 2 Stunden schon auf, ey. Kannst doch keinen verzählen. Warum ist der da reingerannt? Nur so als Frage. Alle hier drauf, komm, das reißen wir noch, Leute. Lol, als ob wir das jetzt noch reißen. Oh, Achtung, da kommt eine neue Armee direkt. Aber so können wir das echt reißen. Ja, cool. Euer Verbündeter ist tot. Wenn seine Krieger weiterkämpfen, wird alles gut. Nicht runter, nicht runter, nicht runter. Boah. Jetzt haben sie es runtergemacht. Es war ein bisschen zu spät, Guys. Ups. Euer Kriegsherr ist tot. Oh, das ist natürlich bitter. Wie gut werden seine Krieger ohne seine führende Hand? Auf jeden Fall nicht gut. Das kann ich jetzt schon sagen. Die Druiden haben den geilsten Kampfgeist. Egal. Krieger wurde zu Wasser. Sie fliehen vor der Schlacht. Ja, passiert. Ah, oh, hier, Leute. Look at this. Wir werden hier absolut rasieren mit unseren Truppen. Ah, oh, hier. Dann geht mal hier rüber. Ja, yeah, ihr müsst... Oh. Ihr Posseis. Ja, komm, killt jetzt einfach. Oh, meine Truppen sind jetzt eh gleich down. Hey, wo sind die denn? Da... Wey.
Ja, jetzt können wir nur noch sehen, wie die Prozentzahl steigt. Ja. Der Feind? Vernichtende Niederlage. Okay, okay, ist schon okay. So. Eins down. Gut. Dann mache ich jetzt erstmal Aufnahmepause, ne? Dann sage ich schon mal, ja, ich weiß gar nicht, wie jetzt das gut angekommen ist, ob das gut angekommen ist, ob das schlecht angekommen ist. Auf jeden Fall bedanke ich mich ganz herzlich fürs Zusehen und sage tschö, bis dann und man sieht sich.